Hallo, ich begrüße dich zu dieser kurzen Meditation zur Auflösung eines negativen Glaubenssatzes. Diese Methode wurde mir übermittelt von Melchior, einem aufgestiegenen Meister, im Rahmen eines Channelings, welches ich auszugsweise unten in der Beschreibung wiedergeben möchte. Bevor wir nun beginnen, möchte ich dich bitten, wie immer, dich in eine entspannte Position zu begeben. Am besten schließt du deine Augen. Wir atmen nun zusammen tief ein und aus. Ein und aus. Und noch ein letztes Mal tief ein und aus. Du atmest nun entspannt automatisch weiter. Und konzentrierst dich nun auf den Satz, den du auflösen möchtest. Schaue dir diesen Satz genauestens an und lass ihn auf dich einwirken. Gehe intensiv dabei in dein Gefühl. Was fühlst du, wenn du den Satz laut oder in Gedanken zu dir sagst? Spüre die Energie, die dabei aufkommt. Zieht sie dich auch körperlich runter? Wo fühlst du diese Energie am meisten? Und welche Art ist die aufkommende Emotion? Fühlst du Trauer, Schmerz, Wut oder gar Angst und Unbehagen? Durchlebe das Gefühl und akzeptiere, dass es da ist. Es zeigt sich und lässt dich klar erkennen, was der Satz mit dir macht. Und bedenke, der Satz selbst ist nur eine Projektion. Die Emotion dahinter ist es, die sie prägte. Deine Seele hilft dir nun bei diesem Prozess, um die negative Emotion aus deinem Emotionalkörper auszuleiten, mitsamt des negativen Glaubenssatzes. Am besten stellst du dir dabei vor, wie diese Emotion sich in deinem Körper an einer ganz bestimmten Stelle sammelt. Und zwar an der Stelle, die dir nun in den Sinn kommt. Fühle, wie sich die Emotion dort zusammenballt. Und nun schicke sie fort. Spüre, wie diese Emotion aus deinem Körper an dieser Stelle austritt. Und erkenne, wie sie sich auflöst. Spüre es, sehe es. Nimm dir Zeit.
Wie geht es dir nun? Empfindest du Erleichterung? Ein Stück mehr Freiheit hat sich in dir ereignet. Du hast ein altes Denkmuster gelöscht und anstelle dieses alten Denkmusters tritt nun in deinem Speicher eine Art leerer Raum und diesen gilt es neu zu füllen. Man kann den Inhalt leeren, aber nicht den Platz auflösen. Ersetze den leeren Raum mit neuem Inhalt. Und dieser sollte nur aus einem bestehen, aus bedingungsloser Liebe. Nimm all deine Erleichterung, dein neu gewonnenes, befreites Gefühl und denke jetzt an etwas, was du liebst, etwas, was du zutiefst liebst. Spürst du diese Liebe? Wenn du diese Liebe nun spürst, dann schicke sie in den entstandenen leeren Raum und fülle ihn mit ihr auf. Mehr braucht es nicht. Die reinste Transformation ist immer die in bedingungslose Liebe. Du benötigst kein neues Denkmodell an dieser Stelle, denn Liebe ist die positive Kraft, die dich überall hinführt, wohin du möchtest und deine Seele dich schickt. Alles, was du im Hier und Jetzt tust, tust du automatisch, weil die Liebe dich führen wird. Ich wünsche dir alles Gute.